Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play GTA San Andreas. Der eine oder andere hat es mitbekommen, das Video gestern, die gestrige Folge wurde gesperrt. Das heißt, ich nehme das jetzt nochmal auf. Das lag daran, dass ja eben im Radio, in den Fahrzeugen, ich mach's nochmal ins Lauter, Musik kommt aus, nicht aus dem Hause Rockstar, sondern tatsächlich Künstler von früher. 80er, 90er Mucke, die da kommt. Und da hat YouTube natürlich einen Song erkannt. Ich glaube, es lag daran, dass ich das so laut gestellt habe, das Radio. Jetzt habe ich das ein bisschen leiser gestellt und ich denke mal, das müsste schon viel helfen. Weil ich glaube, dadurch wird der Song als solcher nicht mehr erkannt, wenn das einfach ein bisschen leiser ist und dann die Geräusche rundherum ein bisschen lauter und mein Gequatsche dazu. Ja, ich glaube, das wird schon viel helfen. Ich weiß natürlich, was jetzt passiert in dieser Mission. Ich habe in der letzten Folge nur eine Mission gemacht. Und ich werde natürlich trotzdem die Cutscene durchlaufen lassen. Aber ich weiß halt, was passiert. Ich weiß, was ich machen muss. Und danach geht's aber blind weiter sozusagen. So, wir gehen jetzt da rein und die Mission heißt You've had your chips. Hit me. Are you sure, man? Yeah, I'm going for a 5-card hand. Come on. Okay. Here. I'm a stick. What you got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got a 47. Damn. You're bad luck for me. You know, when I play the other guys, I always win. Boss, take a look at these two chips. One's a fake. That's amazing. You didn't even touch him. No, I just took a guess. Why else would he come in with two chips and sound so worried? You take a look. Oh, yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick. Insolent bastards! I'll make sure the cashiers are extra vigilant. It's obvious where these chips are coming from. The Sindaco family owns a plastics factory across town. I'm gonna blow it to shit! Man, look, don't trip. I got you on this. Begib dich zu der Fabrik am Stadtrand. Du musst ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Tja, ich finde es aber schon ziemlich dämlich, wenn man Chips fälscht und dann irgendwie auf das Logo selber noch was drauf macht. Ich meine, da muss man doch davon ausgehen, dass das erkannt wird irgendwann. Also das ist ja nicht mal gut gefälscht. Ja, naja gut, dann fahren wir da mal hin zu den Jungs. Wie gesagt, ich weiß ungefähr... das sah böse aus. Ich weiß ungefähr, was ich machen muss. Das heißt ungefähr, ich weiß es ganz genau. Und die Ragdoll-Mod-Freunde. Was soll ich sagen? Also ganz ehrlich, Freunde, natürlich jetzt eine Mod zu installieren, die, sage ich mal, dazu dient, dass es cooler aussieht, wenn Leute überfahren werden. Da kann man drüber streiten, ob das moralisch vielleicht verwerflich ist. Aber Freunde, es geht mir ja nicht darum, dass ich sage, oh cool, jetzt kann ich die Leute cooler überfahren, sondern einfach diese Physik, das sieht einfach so lustig aus. Ja, ich fände das genauso lustig, wenn die irgendwie Bäume mit dieser Physik ausstatten würden, was natürlich keinen Sinn macht, aber wenn du dann einen Baum anfährst und der dann auch so wegwlabbert, das fände ich auch lustig. So, erstmal auf die Gegenfahrbahn, zack. Das war natürlich clever. Das war clever, Ruckel. So. Welcome to Dirt Ring? Dirt Ring. Zum Dreckkreis. So. Da ist ein Burger Short. Fuck, wie komme ich jetzt hier rein? Komme ich hier lang? Geht das? Nee. Aber komme ich vielleicht von der Seite rein? So, ich probiere es mal. Natürlich nicht. Vielleicht von dem Auto aus. Jawohl. Schön am Stacheldraht festgehalten, Junge. Richtig geil. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier lang komme. Hier haben wir ein Parkhaus. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Was, wisst ihr was, Freunde? Ich baller mal ganz kurz auf das Auto da. Ich will nämlich mal kurz was wissen. Das habe ich in der letzten Folge nicht gemacht. Ich knall das Auto mal kurz. Verdammt. Hey, who's this prick? Somebody take care of this Joker. Hey.
So, Freunde. Ja, kannst du dich mal... Hallo, CJ? Der duckt sich nicht mit dem... Oh, fuck. Okay, okay, okay. Fuck, 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 fuck. Komm her. Okay, ich mach das jetzt hier mit dem... Oh, fuck. Holy shit. Was war das denn für eine Schrotflinte? Zack, 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 zack. Hä? Was ging denn da ab? What the fuck? Was war denn? Alter, der hat zack, 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 zack abgefeuert. Das geht auch gar nicht bei einer Schrotflinte. Scheiß Elvis, dafür kriegst du erstmal einen aufs Maul. Hallo, Elvis. Hallo. Hä? Nobody punches CJ. Schlägt irgendjemand anderes und sagt, nobody punches CJ. Alles klar. So. Ach nein, ich muss erst die Mission. Wie viel Elvisse gibt's hier eigentlich? Also das ist ja leicht übertrieben. Also ich meine, ja, es gibt so Straßenkünstler in New York City und vielleicht auch in Las Vegas, beziehungsweise bestimmt in Las Vegas auch. Aber doch nicht jeder zweite. Hier, Security Man. Und das verstehe ich auch nicht. So. Ja, ja, ja. Let's go. Karre steht noch da. Noch ein Elvis. Wow. Habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Ex ist... Oh, ich habe schon wieder Angst, dass das Video gesperrt wird. Ich sing gar nicht erst mit. Erstmal User-Tracks nehmen. Vielleicht werde ich später auch nur User-Tracks nehmen. Da muss ich dann aber auch wirklich Musik finden, die nicht gegamert ist, sage ich mal, beziehungsweise die dann nicht gesperrt wird, weil es wurden schon einige Tracks auch aus der User-Playlist erkannt bei YouTube. Das Video wurde aber trotzdem nicht gesperrt. Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht haue ich auch noch, ich habe ja nur ganz wenige Tracks in der User-Playlist, vielleicht mache ich da auch noch mehr rein und dann höre ich nur die meine eigenen Tracks sozusagen. Ja, Mucke ist jetzt ein bisschen leiser, na und. Ist ja nicht so schlimm. Dann sing ich halt. Und ich hoffe, du liebst auf mich. Jetzt bin ich, glaube ich, falsch abgebogen, aber das ist scheißegal. Ich kann ja hier rüberfahren. Wir sind jetzt so... Ah, hier gibt es noch Flugzeuge. Geil. Scheiße, hier komme ich nicht mehr raus, wa? Schutzweste nehmen wir doch mit. Das ist ja nice. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Lass mich in Ruhe. Oh, ein Hufeisen. Ich weiß, wo noch eins ist. Das habe ich nämlich in der letzten Folge eingesammelt. So. 2 von 50. Wow. Fehlen uns nur noch ganz wenig. So, vielleicht kann ich hier... nee, kann ich nicht. Schade, ich dachte, ich könnte hier über die Dinger... über den Zaun springen. Aber das wird wohl nichts. Scheiße. Ui. Oh Mann, jetzt kann ich wieder rausfahren. Naja, wir haben wenigstens eine Schutzweste. Aufmachen bitte. Dankeschön. Diesmal nehme ich aber das Sturmgewehr, ey. Boah, das war zu dolle. Schade. Komm, dreh um, Junge. Die Karre raucht. Nehm ein paar Passanten mit. Wie das auch klingt, dieses... Oh, die Karre brennt. Wuppdidu. Oh, fuck. Officer down, Officer down. Okay, ich muss durch die Vorgärten flüchten. Ihr kriegt mich nie, ihr Schweine. Allihop. Niemals. Ich habe meinen Mega-Dildo dabei. Den stecke ich mir hinten rein und fliege davon. So. Stern ist noch da. Ich glaube, ich sollte mir noch ein Fahrzeug besorgen. Das ist noch ein Stückchen. Gib mir, nein, ich will das Bike. Weißt du, die Leute aus dem Auto werfen und dann nicht mal die Karre nehmen. Einfach weiterlaufen. So.
Karre brauche ich nicht mehr. Ich war übrigens auch hier. Ich bin hier auf diesen Container geklettert und aufs Dach. Hab geguckt, ob da was ist, aber da ist nichts. So, ich kann dieses Auto nicht abballern. Dann geht nämlich sofort diese Filmsequenz los. Ja, ja. So, Freunde, jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Feierabend. Was ist mit den Kollegen hier draußen? Wo waren doch sonst immer Leute? Hier irgendwo. Verpisst euch! Verpisst euch! Ich seh dich! Und dich auch! Komm her, komm! Junge, Abflug! So, dann müssen wir hier die Automaten zerstören. Komm! Wie cool das einfach aussieht mit der Reactor-Mod so. Bisschen übertrieben, aber trotzdem ist mega nice. So. Jetzt nehmen wir... fuck. Komm her! Noch jemand? Du? Hä? Du? Was willst du? Was macht der denn? Ach, der ist schon tot. Der macht hier Yoga-Übung. Aha, die aufgehende Sonne ist das. Junge. Flexible Wirbelsäule. Hier, alle. Die entspannen hier alle nur. Guck dir das an, Junge. So, jetzt nehme ich aber hier den Raketenwerfer. Und mach die Dinger... das war gar nicht so clever. So. Den hier noch? Scheiße. Warte, hier lebt noch jemand! Es ist vorbei, Freunde! So, dann nehme ich die Schrot. Wo habe ich sie? Hier. Zack. 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 So, und jetzt hauen wir wieder ab, Freunde. Das war's nämlich. Oh, fuck. Oh, noch nicht. Das war's noch nicht, Freunde. Alter, ich bin im Arsch. Ist das die Feuerwehr? Ist das die Feuerwehr von außen? Versuch mal das Auto abzuballern. Ich darf jetzt nicht mehr. Ich darf jetzt nicht mehr gehittet werden. Holy shit. Holy fuck, das war's. War's das? Nein! Nein! Oh. Fuck! Fuck! Und ich noch am Anfang gequatscht. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Alter, nein! Fuck you! Fuck! Wo war dieser Pisser? Die waren doch nur zu dritt! Du scheiß blöde Kuh, ey. Alles deine Schuld. Nee, der Opa da hinten ist schuld. Hier, Junge. Korega taps in deine Fresse. Scheiße. Scheiß Security Man, verpiss dich. Da kriege ich einen Stern? What the fuck? Ist doch locker ein illegales. Ist doch locker keine Polizisten hier drin. Alter, weißt du was? Ich raste da jetzt in diese Scheißfabrik und nehme nur einen Raketenwerfer. Für alles und jeden da. Jetzt muss ich da nochmal hingucken. Verdammt nochmal, ey. Ich habe diese Mission schon gemacht. Warum verkacke ich die jetzt zum zweiten Mal? Oh. Hier, die Elvis-Brüder. Fuck, habe ich nicht gekriegt. Dafür den Bullen. Und ihn hier. Und sie da. Hui! 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 Oh, fuck. Holy shit. Oh.
Was ist mit dir los? Ihr kriegt mich nicht, ihr Schweine. Ihr kriegt mich nicht. Verdammt, ey. Ich schalte mal kurz um. User Track. Ja, geh weg. Was macht die? Gym-Knopf. So, oh. Jetzt habe ich die Schutzweste nicht. Ich scheiße. Egal. So, ich mache einen Abgang. Ihr kriegt mich nicht. Nein, woher wusste der, wo ich bin? Haben die jetzt gerade ihren Kollegen selber umgefahren? Helden. Nein, gar nicht! You like wearing a uniform, huh? You're not getting away, punk. You really want me to... You really want me to... Ihr wisst gar nicht, wo ich bin. Ihr wisst gar nicht, wo ich bin. Ihr wisst gar nicht, wo ich bin. Nein, das wisst ihr nicht. Warum gehen die Sterne nicht weg? Was macht der jetzt? Scheiß drauf, ich renne da jetzt rein, ist mir egal. Die kommen da eh nicht rein, die Bullen. Move your ass! So. Okay, Freunde, na dann wollen wir mal. Let's go. Ja, ja. Ja, ja. Hey, who's this prick? Who's this prick? Somebody take care of this Joker. So, jetzt stehen sie nämlich hier wieder. Fuck! Soll ich da mal einfach durchrushen mit dem Auto? Komm her! Oh! Hey, what was you saying? Alle werden sie sterben. Mir reicht's jetzt. Mir reicht's, Freunde. Hallo, sag mal. Kassiert er jetzt mal endlich? Ist hier oben noch jemand? Kann ich irgendwas einsammeln? Hm, was sagt denn die Zeit, Alter? Was, 20 Minuten, ey, für diese eine Mission? Ich kotz ab. So. Abgesägte Schrotflinten-Skill. Nice. Fuck. Kleiner Pizza. Wo ist die Schrotflinte? Machen wir es halt so. Boah, drei auf einmal. Nice. Schrotflinte da. So. Feierabend. So schnell kann es eigentlich gehen. Ich hab die Pisser vergessen. Weißt du was, Junge? Fuck die Bullen! Wie sind die Bullen hier reingekommen? Da ist noch jemand.
Was? Als ob! Wo denn? Was hat der bitte für eine Schrotflinte, ey? Die will ich auch haben. Ich komme nur nicht hoch. So. Brauche ein Fahrzeug. Oh. Ist da offen? Oh, hier ist offen. Komm, kannst du mir gleich geben, Junge. Wer, ihr knallt mich ab. Wer? So, ich mach, dass ich nach Hause komme. Ich darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Bitte. Fuck. Komm ich hier durch? Ich darf auch nicht runterfallen irgendwie vom Motorrad. Scheiße. Fahrt mich nicht an, bitte. Ich kann mich auch an die Verkehrsregeln. So. Gleich geschafft. Gleich geschafft. Gleich zu Hause. Jungs. Muss doch nicht sein. Jungs, bitte. Lasst mich gehen. Ich hab's nicht so gemeint. Fuck. Ist natürlich ganz unauffällig, dass ich jetzt hier auch das Martinshorn anhab. Magina Haber. Ihr kriegt mich nicht. Ja, brauchst mir nicht zuwinken. Oh, gleich da. Geh weg, Elvis! Oh, da muss ich rein. Schnell. Ganz einfach. Ja. Gleich beim ersten Mal. Holy shit, Mission erfüllt. 1000 Respekt. Achso, Energy Bits. Jetzt fällt mir gerade ein, du hattest ja kommentiert, du hattest gefragt wegen Herr der Ringe Spiele, glaube ich. Kann ich hier speichern? Ja. Also Herr der Ringe hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, soweit. Ich weiß, dass es da ein paar coole gibt, ist aber nicht so mein Genre. Und dann hattest du auch mal, glaube ich, gefragt, irgendwann, wie viel Geld ich mit YouTube verdiene. Also über genaue Zahlen kann ich da natürlich nicht sprechen, aber sagen wir es mal so. Ich kann in 3-4 Monaten mal schick essen gehen. Also wo ich gesagt habe, dass ich da Berge mit YouTube verdiene, das war natürlich Ironie. Also... das ist im Prinzip noch nichts. Und man braucht ja auch einen gewissen Grundbetrag, den man sich auszahlen... den man haben muss, um sich was auszahlen lassen zu können. Und den habe ich noch nicht mal erreicht. Also, im Prinzip habe ich noch kein Geld verdient. So. In der letzten Folge bin ich, dann noch shoppen gefahren, kurz. Ich guck mal eben schon auf der Karte. Ich glaube, das war hier oben. Ja, hier. Setze mir gleich einen Punkt, denn da habe ich einen Anzug gefunden. Ich wollte ja die ganze Zeit schon mal einen Anzug haben. Und den hole ich mir jetzt. Wie in der letzten Folge halt. So, den Elvis nehmen wir mit. Skibbelibabababab. Skubbelidudududud. Ich muss das irgendwie zensieren. So, ich mache hier wieder User-Playlist. Skibbili babbili babbub bub. Was ist das denn? Chinatown Mall. Echt? Nice. Was kriege ich denn hier? Essen. Pizza. Aber ist gar nicht chinesisch.
Arts and Crafts. Nice. Hair. Optometrist. Keine Ahnung. Arts and Crafts. Restaurant. Hair. Ja, und so weiter. Immer wieder der gleiche Laden. Scheint ziemlich erfolgreich zu sein. So, jetzt gucke ich aber. Hier gibt es noch einen Klamottenladen. Hier schaue ich gleich mal nach schwarzen Schuhen. Die gab es nämlich da nämlich nicht. So. Schwuppdidu. Ja, wir haben noch einen Elvis mitgenommen. Dann bin ich zufrieden. Zip. Gucken wir mal rein. Ob die schwarze Schuhe haben. Die haben nämlich. Niemand hat komplett schwarze Lederschuhe. Hat niemand. Warum auch immer. So. Wir genießen die Aussicht. Scheint ziemlich weit oben zu sein, der Laden. Wir sehen nur Wolken. Schuhe. Graue Stiefel, rote Stiefel, braune Stiefel, Wanderstiefel. Cool. Die sind zumindest schon mal braun. Ich gucke nochmal die anderen an. Da war ja noch was mit braune Stiefel. Mal gucken, wie die aussehen. Scheiße. Die braunen waren aber zumindest recht einheitlich von der Farbe her. Dann nehme ich vielleicht die. Weil es ist besser als das, was ich sonst gesehen habe. Sind zwar immer noch weiße Schnürsenkel, mega beschissen, aber ich nehme die jetzt erstmal. Und dann gucken wir mal, wie das zu dem Anzug aussieht. So, die Cap und die Goldkette müssen wir dann natürlich noch loswerden. So, Starfish Casino. So, liegt der Elvis eigentlich noch vor meiner Karre? Oder? Nö. Da ist er ja wieder. Sein Geist schwirrt noch umher. Und den bringen wir natürlich auch um. Was ist denn da oben? Jesus. Da oben? Da ist noch ein... Alles klar, natürlich. Da. What the fuck? Okay, ein Hufeisen ist dann noch auf dem Flugplatz. Und ein Hufeisen ist noch auf der Pyramide, wo ich letzte Folge oben war. Da müssen wir auch nochmal hoch. Wow, dann haben wir schon 4 Hufeisen. Ich habe keine Ahnung, wo die restlichen sind. Gibt's bestimmt auch eine Karte. So. Was ist hier? Was ist das denn? I hate myself. Lauter Elvis auf jeden Fall. Hui. Aha. Cool. Hier können wir noch einen Monster-Stunt machen. Da ist die Karre zwar zu langsam. Oh, wir können ja auch in den Kran rein. Müssen wir machen. Ach ne, damit... Was? Eingabe in Kran steigen. Damit konnte ich doch Autos anheben, ne? Kann ich jetzt hier ein Auto einfach mitnehmen, oder was? Kann ich denn... Ah, verstehe, verstehe. Yeah. Ach so. Jetzt haben wir es. So, kann ich jetzt ein Auto mitnehmen? Komm mal her, Freunde. Komm mal her. Kann ich... Hallo? Hallo? Na... Hallo? Ja gut, es gibt Witzigeres. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie ein Auto einsacken, einfach von der Straße aus, aber... Will er nicht. So, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss einkaufen gehen. So, vielleicht komme ich jetzt hier hoch. Ah! Oh, knapp. Scheiße, komme ich jetzt hier wieder raus. Ich komme raus und die Karre brennt. Willst du mich verarschen? Weg hier. Ups. Ah! So. So. Gib mir deine Karre, Mädel. Raus mit dir. Zack, auf die Straße. Tschüssi.
Wir lieben dich. So. Gehen wir noch schnell shoppen, nehmen den Bullen hier noch. Oh! Holy shit! Backflip! $64 verdient! Alter! Vielen Dank, Herr Officer! Ha, nice! Den Stern werden wir gleich wieder los. Zack! Hey! Einmal mal rüber, zack! Oh, voll mit dem Kopf gegen die Wand, ey. Aua. So, ich weiß gar nicht, ich glaube bei Victim war das. Welcome, sir. Welcome. So. Oberkörper, schwarzes Jackett. Genau. Das nehmen wir schnell. Thank you, sir. Ja, kein Problem. So. Beine. Schwarze Hose. Ja, die Schuhe sehen halt mega scheiße aus. Warum gibt's da keine scheiß Lederschuhe? 960 Euro für eine Hose, Alter. What the fuck, ey. So viel kostet nicht mal ein Gucci-Pullover. Uhren. Wir nehmen noch hier die Gold-Nocki mit. Habt ihr es gehört? Ich hoffe, es war laut genug. So, die nehmen wir natürlich. 1800 Euro. Also, Dollar. So. Und den Rest müssen wir zu Hause ablegen. Halt doch die Fresse! Die Chinesen sind so krass, ey. My ass is stinking. Alter, einfach neben irgendwelchen Leuten. Du Ferkel. Was ist eigentlich mit der Alten jetzt? Geht's ja noch gut, jo. So, Freunde. Vielen Dank für die Klamotten. I'll get your ass. Alter, die Köpfe hat's voll weggesprengt, ey. Holy shit, was ist hier? Oh, hier brennt's. So, Junge. Die Kohle nehme ich noch, so. Danke. Ja, ich würde sagen, Freunde, oh, huch, nee. Lass mich mal in Ruhe, Junge. Ich habe einen Anzug an. Mac in Black. Man in Black, Freunde. Schnapp ich mir noch das schicke Cabrio hier. Dann gibt es einmal mit dem Super-Dildo so ein Blitz, ne? Wie bei Man in Black eben. Willst du einsteigen? Willst du einsteigen? So, also fahren wir wieder zurück. Ich glaube, da müssen wir da dann. So, ich schalte wieder um. Dass das Video nicht gesperrt wird. Please, Johnny, please, come home. CSR. Master Sounds. Ich habe mich noch nie durch die Radiosender so durchgehört. Oh, fuck. So, Abkürzung. Vielen Dank. Und ich muss mir unbedingt merken, dass ich die Hufeisen noch hole. Hier, auf der Pyramide, da oben. Scheiße. Komme ich da wieder hoch? Ja, ne? Ja. Hui! Bam, $26 verdient. Weg da. Komm hier, ich nehme dich mit, Junge. Oder doch nicht. So, den Bullen noch mitgenommen. Alter, ich habe schon wieder einen Haufen Passanten umgenietet. So, wir speichern da auf jeden Fall. Zack. Ja. So, und dann sehen wir uns, würde ich sagen, morgen dann in der nächsten Folge von GDA. Ich denke mal, diese Folge wird jetzt nicht gesperrt werden. Wir haben ja kaum Musik gehört und wenn, dann war sie sehr leise. Hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.